Hallo alle zusammen, wir machen ein super leckeres, einfaches, schnelles Pilzrisotto. Wir schwitzen. Nee, wir lassen erstmal Öl heiß werden. Dann, wenn das Öl heiß ist, schwitzen wir Pilze, Champignons in dem Falle, Zwiebeln und Knoblauch scharf an. Also schön scharf anbraten. Die Menge und so, das steht ja unter dem Video in der Infobox. Dann kommt der Risotto-Reis dazu. Der kann auch so 20 Sekunden mit angebraten werden. Und dann wird das Ganze abgelöscht mit einer Mischung aus Gemüsebrühe und etwas Schlagsahne. Oder ihr könnt auch Creme fein nehmen. Ich habe erstmal nur die Hälfte reingegeben. Dann habe ich das Ganze gewürzt mit Petersilie. Ich hatte jetzt nur trockene Petersilie. Salz und Pfeffer. Und wenn das Ganze so verkocht ist, so nach 4-5 Minuten, habe ich die restliche Flüssigkeit einfach mit dazu gegeben. Genau, dann würzen wir das noch mit Balsamico. Nicht viel, aber das bringt dem Ganzen noch ein bisschen Schwung mit in die Geschichte. So, jetzt geben wir mal nach ein paar Minuten die restliche Flüssigkeit mit dazu. Und dann soll das Ganze einfach fertig köcheln. Ich habe schon mal probiert, das schmeckt schon so lecker. So, jetzt dauert es noch ein paar Minütchen. Und dann sind wir fertig. Ich gebe jetzt noch Frischkäse mit dazu. Ob man jetzt mit Kräuter nimmt oder ohne, kann man machen, wie man will. Und dann haben wir es auch schon. Da muss es einfach halt noch die richtige Konsistenz jetzt werden. Wie gesagt, ein paar Minuten haben wir noch. Auf der Packung stand so 18 bis 20 Minuten. Und genau. Ja, und das ist jetzt unser Risotto. Oh, ich liebe sowas, ja. Traumhaft. Traumhaft, genau nach meinem Geschmack. Deshalb macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!